Ein schönes Scootkick in die Runde und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen YouTube-Video und heute mal wieder mal zu einem SBB und zwar um eine Karte, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Und zwar, ihr seht hier, Didier Drogba Prime Icon Moment, sieht bombengeil aus, 93 Tempo, 95 Schuss, 94 Physis. Zudem habe ich auch eine kleine Geschichte, weil Drogba war dieses Jahr die erste Icon, die ich gezogen habe, anders geil, schon am zweiten Tag, nachdem FIFA rausgekommen ist. Und ja, wie gesagt, SBB, dazu brauche ich einen Aufnahmepartner und mit dabei heute mal ein E-Sportler, kein YouTuber. Das erste Mal auf meinem Kanal dabei. Moin, Cody. Moin, Jungs. Freut mich auf jeden Fall, hier am Start zu sein. Und wie ich Bene schon gesagt hat, Didier Drogba, ja, die Karte sieht an sich richtig gut aus. Insgesamt 2,4 Millionen Coins wert. Von dem her, ja, bin ich mal gespannt, wie wir uns schlagen werden. Jo, bei Cody haben wir auch schon ein Video aufgenommen und ich nehme schon mal vorweg, das Video, Jungs, ihr müsst es euch anschauen, es ist wirklich episch geworden. Was da am Ende passiert ist, geisteskrank. Das Ganze war ein Butragueno Primary Moments, erster Link in der Videobeschreibung. Schaut vorbei und ja. Ja, darüber wollen wir am besten nicht reden, gehen wir direkt hier ins Video. Und sonst, ja, wie immer, wenn es euch gefällt, Jungs, lasst einen Daumen nach oben da. Die letzten SBBs kamen immer ziemlich gut bei euch an, mich würde es freuen, wenn wir heute mal wieder die 500 Likes knacken würden und ja. Ich würde sagen, wir fangen gar nicht lange drum rum. Cody, ich halt rein, du darfst deinen ersten Spieler reinstellen. Okay, also wir machen jetzt den LM, den RM und den ZOM. Fangen wir an mit dem LM. Da habe ich mich entschieden für den guten Gnabry in der Champions League Version. Dann habe ich rechts einen Spieler von Werder Bremen, Rashica. Und auf der ZOM-Position habe ich auch einen Spieler aus der Bundesliga. Nämlich Sancho, den habe ich sogar in Rot gezogen. Okay, nice. Ja, ich habe mir gedacht, du gehst vielleicht in die Premier League. Habe aufgeschrieben, Gabriel Martinelli, Richarlison, Shapeshifter ist das, glaube ich, und Sar. Kannst du alle drei behalten. Perfekt, so ein Start lobe ich mir doch. Jetzt halte ich in die Cam, let's go. Ja, ich spiele mit 4-4-2, Drogba, linker Stürmer, das heißt, wir fangen an mit LM und LZM. Ist natürlich am Anfang immer ein bisschen schwierig mit einer Icon, weil man wirklich alles nehmen kann. Aber ich bin ähnlich wie du auch in die Bundesliga gegangen. Links Mittelfeld, Kingsley Coman, Champions League Live Karte, 88er Rating. Und passend dazu auf dem ZDM, Corentin, Tolisso, ich glaube auch Champions League Karte oder so. Champions League, ja. Ich bin gegangen mit Neymar und mit Alan. Leider schade. Okay, nice. Dürfen wir bis jetzt beide alles behalten. So, Bene, dann halte ich mal meine drei Picks in die Cam. Und bei mir wird es jetzt mal ein bisschen teurer. Linke Seite ist ja eher so auf Billo-Taktik angelehnt. Jetzt wird es teuer bei mir. Stürmer, eine Karte, auf die ich anders Bock habe. Joao Felix, Future Stars. Rechts Mittelfeld eine Karte, die habe ich letztens einfach so aus dem Season Pass gezogen, aus dem 7,5K-Pack oder so. Lionel Messi untauschbar und rechter ZTM Frankie de Jong im Wurm. Alter. Junge. Also ich habe auch geschrieben Mbappé, Kanté und Dembélé. Okay, nice. Alles klar. Dann ist der erste ZTM ein Spieler, auch wieder aus der Bundesliga, auch ein Bayern München Spieler, nämlich Goretzka. Und auf der anderen ZM-Position habe ich mich wieder für die Bulli entschieden, nämlich für Witzel. Ich habe auch zweimal Bundesliga aufgeschrieben und ich wusste irgendwie, dass du einen Bayern-Spieler nimmst auf der linken Seite, so um Gnabry safe schon mal da Fullcamp zu kriegen. Ich dachte mir so, wen gibt es da so? Es gibt so Thiago, es gibt Goretzka, es gibt Kimmich. Und ich habe dann einfach zwei Bayern-Spieler aufgeschrieben, und zwar Goretzka und Kimmich. Deswegen, ja, Leon Goretzka muss leider raus. Ja, lass du dir gerne einen Bronze-Keeper hinstellen. Oh mein Gott, ja. Kann ich nicht auch einmal ein Team haben, wo ich nichts weg haben muss, man. Hey. So, fünf Positionen fehlen jeweils noch in unseren Teams. Wir kommen zu den Außenverteidigern. Cody darf zuerst reinstellen. Ich halte rein. Okay, also ein Linksverteidiger, den du niemals haben wirst. Wenn du den hast, Digga, dann weiß ich auch nicht mehr, nämlich Philipp Max. Also, Digga, dann ist ehrlich vorbei. Dann habe ich mich entschieden auf der rechten Seite und dann ist auch tatsächlich wirklich vorbei, weil normalerweise hätte man auch Hakimi nehmen können. Ich habe mich aber entschieden für den guten Piszczek. Ja. Ja, dass du beides behalten, aber ohne Spaß. Ich hatte natürlich beide auf der Rechnung. Piszczek, es war ja klar, dass du Piszczek oder Hakimi nimmst. Und links, ich habe ehrlich zuerst an Philipp Max gedacht, aber ich dachte mir, nee, du ballerst da schon noch ein bisschen mehr Coins rein und schießt dir Angelino hin. Aber nee, darfst du beide behalten. Wichtig, nice, wichtig. Außenverteidiger, ja, das sind ehrlich wichtig. Okay, dann kannst du einfügen. Jo, Linksverteidiger ist bei mir
Eine Karte. Ich habe echt Angst, dass du die aufgeschrieben hast. Weil, ich spoilere schon mal ein bisschen, beim anderen SPV hast du die aufgeschrieben. Und zwar der gute Alphonso Davies Moments. Und auf der rechten Seite eine Karte. Die hast du zu 100% nicht. Trent Alexander-Arnold im Fang. Hey, das gibt es nicht. Ich dachte mir, eventuell, du als Wolfsburger schreibst einen guten Passieren. Roussillon auf. Hast du leider nicht gemacht und rechts habe ich Semedo aufgeschrieben. Ey, Nice. so, wir gehen zu den letzten drei Picks. Das wird jetzt nochmal sehr, sehr wichtig. Du kannst einfügen. Ich habe ein bisschen einen auf Pussy gemacht, sage ich ganz ehrlich. Ich bin wieder mit einer Icon gegangen. Rechter Wow. Innenverteidiger, Rio Ferdinand 88, um Trent da voll hier zu bringen. Ich denke mal, du hast Van Dijk oder so aufgeschrieben. Oder Ake. Oder Joe Gomez. Und ja, linker IV passend dazu habe ich in Rot bekommen, die Karte. Anders, anders geil. Ich habe mega Bock auf den. 87er Kyle Walker. Team of the Week Moments mit 93 Tempo und im Tor passend dazu, um den nach vorne Chemie zu bringen. Ederson Totti nominiert. Mit Icon und so. Oha, Mann. Ich schwöre, ich würde Ja, mein ich Team hab. anders. Ja, dein Team ist auch anders. Kannst auch alles behalten. Ich habe Boateng, Van Dijk und Alisson aufgeschrieben. 11 Special Cards, richtig bunt, mein Team. Ich feiere das, ich feiere das. Aber ja, du hast ja auch noch drei offene Positionen. Ich halt reinkommen. Ja. Okay, also LIV habe ich mich für den Franzosen entschieden, nämlich Raphael Varane. Dann habe ich auch einen Dortmund-Spieler auf ganz undercover, denke ich mal, das ist relativ undercover. Glaube ich nicht, dass du darauf kommst, nämlich Zagadou. Und im Tor habe ich mich entschieden für Areola. Darfst du alles behalten? Ich war kurz davor, dass ich Varane, Militao und Courtois aufschreibe. Aber ja, ich bin dann mit Marquinhos, Gay und Keylor Navas gegangen, mit dem PSG-Dreieck. Darfst du behalten? Halt. Nice. Wenigstens das. Aber dein Team ist gefühlt irgendwie trotzdem besser als meins. Ja, ich schwöre, man merkt schon, dass bei deinem Team ein paar Coins fehlen. Ich weiß jetzt nicht warum. Ja. Ich würde sagen, Cody, ich lade dich ein und wir sehen uns in Game. Also hier sehen wir das Team vom Cody. Es ist oben links FC Basel. Cody ist der E-Sportler für den FC Basel. Ein Bundesliga-Team ist natürlich wichtig, dass er wieder den Bronze-Keeper drin hat auf dem linken Sechser. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass es ein umkämpftes Spiel wird. Cody, gut Kick. Ja, let's go. Bring mal direkt mal einen langen Ball auf den Drogba. Und? Tschüss. Ach du Alter! Scheiße! Ey, komm, das ist so, das ist. Nee, komm, auf jeden Fall. Ein Traum schon wieder. Hey, Nikolas, bitte geh weg. Hallo, er macht nichts. Oh mein Gott, wie kann man so einen Pass spielen? Einfach hey, zum Linksverteidiger, er macht so einen Pass. Mein Gott. Hey, Nikolas, er bewegt sich nicht. Oh mein Gott, und dann dieser Pass, und der kommt auch noch an. Junge, es gab bis jetzt nur die eine Kickoff-Chance am Anfang. Nee, nein. Ich heb's abseits auf, ich bin so dumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Nein. für die Maschine. Das gibt es nicht, Mann. Das wär's gewesen. 0-0. Enges Schwitzer-Game bis jetzt. Ich hatte einmal noch Auf direkt die jeden Fall. Kickoff-Chance. Cody jetzt noch in der 45. eine Großchance. Ja. Ach, Nikolas, mach ich nie wieder was. Jetzt schicken mal druckbar. Komm. Ja. Ja, Körper rein. Ja, let's Ach, go. unglaublich. Ein Pass. Nice. Da merkt man die Physis von dem, da merkt man die Physis. Und Wieso geht mein unterbedränglicher. Torhüter eigentlich nicht raus? Das ist. Hast du ihn rausgeholt? Nee, aber automatisch kann der doch rauslaufen. Ich meine, der Ball war ja ein bisschen weiter weg. Ich Pischek schon ist auch so ein Lappen, Digga. Ey, und er läuft nicht, ey, das ist so dumm. War Drucker muss eigentlich schneller sein. Er ist schneller. Er passt drüber. Joao Felix 2-0. So unnötig, Alter. Weil Pischek den Ball nicht gescheit annehmen kann, Mann. Junge, der war gerade echt 5 km/h in der Pisscheck. Let's go. Aber Drogba gefällt mir bis jetzt richtig gut. Wirklich. Ja, was soll ich machen? Nikolas ist der Einzige, der hier den Takt angeben kann. Ist halt Was ehrlich soll ich sogar. machen? Ey, Junge, Nikolas verpiss dich, der ist die einzige Anspielstation.
Ey, Nikolas ist schon wieder da, Mann. Ey, so. GG, Cody. GG. Da geht's am Ende 2-0 aus. Wieder mal umkämpftes Öler-Spiel. Ist ja meistens ja, Nikolas hat alles versaut. Nikolas war. Ich war zweite Halbzeit, war Nikolas anders gut. Der hat dir jede Chance rausgespielt gefühlt. Ja, gut. So, Jungs. Willkommen zum Discarden. Didier Drogba, 2,5 Millionen wert. Ich glaube, Codys Verein, den könnte ehrlich abstoßen, wenn ich den jetzt treffe. Ja. Zweitwertvollstes Rashica. So, Cody. Du stehst als erstes deinen linken Mittelfeldspieler ab. Und als zweites deinen linken Innenverteidiger. Oh mein Gott, du Bastard. Alter, ich hatte einfach RIV Drogba, Mann. Er sagt linken Innenverteidiger, der leckt mich am Arsch, Alter. Oh mein Gott, okay, aber trotzdem schmerzt ein bisschen, weil Varane ist 74k wert und Gnabry habe ich geholt für 100k, also stoßt du mir 175k ab. Was geht fit, ja, geht fit, aber das wäre jetzt auch viel zu viel gewesen. Alter, Junge, ich hatte Drogba auf RIV, Alter, Junge. Er sagt einfach RIV. Jo, bis Cody die Mann in die SBC haut, dann mache ich wie immer auf meinem Kanal noch das kurze Player-Review. Drogba hat mir mega gut gefallen, hat beide Tore im Spiel rausgespielt, eins selber gemacht, eins vorbereitet. Man merkt die Füße von ihm mega und das Geile ist halt, der hat auch noch 93 Tempo. Wenn du den durchschickst, das setzt sich fast immer durch. Er macht die Dinger dann auch noch rein mit seinen 95 Schuss, hat Forster, High Work Rate und ja, 96 Ausdauer. Der Typ ist geisteskrank, wie schwer. Wer noch FIFA 19, die Meta mit Bug-Volleys und Bug-Flanken. Er hat 99 Kopfball, 96 Sprungkraft, 95 Volleys. Der Typ passt einfach zu mir, der ist geisteskrank. Wie hat er dir gefallen, Cody? Ja, ich meine, wenn du als Nikolas als Vorbereiter hast, dann kannst du ihn halt nicht so in Szene setzen. Aber ich gebe dir schon grundsätzlich recht. Also, wenn er mal am Ball war, hat er auf jeden Fall schon was gemacht und dementsprechend, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Spieler. Jo, sehe ich genauso. Ja, SBB sind ja jetzt auf meinem Kanal auch schon ein bisschen zu einer Tradition geworden. Nächsten Dienstag kommt schon das nächste SBB. Ein anderes SBB, was wir aufgenommen haben, ist natürlich das Butra Gueno SBB auf Codys Kanal auf jeden Fall abchecken. Erster Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Danke, dass du dabei warst nochmal und die letzten Worte hat dieses Mal der Gast. Ja, was bleibt noch zu sagen? Check gerne auf jeden Fall das Rückspiel ab. Das war auch ähnlich wild wie das hier. So viel kann ich auf jeden Fall verraten. War auf jeden Fall nice am Start zu sein hier auf deinem Kanal. Hoffe natürlich, dass wir das in Zukunft mal öfter machen können. Jo. Deswegen, wie viel Likes? 500 hast du gesagt, ne? 500 Likes, ja. Ja, komm, machen wir mal 700 Likes. Auch entspannt, 700 Likes. Wäre schon nice, wenn wir das erreichen könnten. Und ja, mir bleibt nichts zu sagen. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.